Hallo? Oh. Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Wir werden heute in die Villa Mysteria gehen. Hat ein bisschen was von Luigi's Mansion im Winter. Ja, kann man das umhauen? Nein. Und hier liegt allerlei Zeug schon im Vorgarten. Hallo, Kleiner. Ach, sei gegrüßt, Master Mario. Wie beeindruckend, dass du die Kälte auf dem Weg hierher bezwungen hast. Ich bin der Verwalter dieses Hauses. Sicher bist du von der langen Reise erschöpft. Nichts würde mir mehr Freude bereiten, als dich einzuladen, die Annehmlichkeiten der Villa zu genießen. Doch bedauerlicherweise muss ich zugeben, dass solche Feinheiten im Augenblick nicht möglich sind. Jemand hat eine schreckliche Untat verübt. Ein Buch wurde geöffnet. Ein schreckliches Buch, das schreckliche Dinge in sich gebannt hielt. Viele schreckliche Dinge konnten entfliehen. Diese Dinge, sie sind so schrecklich, dass ich es nicht einmal wage, ihre schrecklichen Namen auszusprechen. Es möge genügen, wenn ich sage, dass es zu schrecklich war, mich in der Nähe dieser Schrecken aufzuhalten. Also floh ich aus der Villa und weile seitdem an meinem derzeitigen Schandfleck. Das Buhu-Bann-Buch. Master Mario, was du jetzt in den Händen hältst, ist jenes Buhu-Bann-Buch, von dem ich sprach. Jenes, das einst das Gefängnis dieser schrecklichen Dinge war. Es ermutigt mich, dieses Buch in den fähigen Händen einer solch edlen Person wie dir zu sehen. Wenn du es schaffst, erneut alle schrecklichen Dinge in diesem Buch zu bannen und es zurück in den Keller zu bringen, dann und nur dann kann ich meine Pflichten in der Villa wieder aufnehmen und dir die königliche Behandlung zuteilwerden lassen, die du verdienst. Master Mario, bitte erlaube mir, dir die beste, der Toadheit bekannte Gastfreundschaft zukommen zu lassen. Bitte banne all diese Schrecken. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Du möchtest, dass wir in die Villa des Horrors hineingehen und diese schrecklichen Dinge in diesem Buch bannen. Es kommt mir komisch vor, dass so ein wichtiges Siegel so einfach zerstört werden konnte. Vielleicht lag es ja an einem Royalsticker. Tja, vielleicht auch nicht. In jedem Fall gefällt mir die Vorstellung, Schrecken in einer Spukvilla ausmerzen zu dürfen, meinst du nicht? Komm schon, Mario, lass uns reingehen und uns umsehen. Aber wenn du zu viel Angst haben solltest, musst du natürlich nicht. Seine Ausdrucksweise ist eine ganz, ganz tolle. Manche Toads sind so zuckersüß. So. Hier gibt es viele, viele, viele Geheimnisse. Viele Geheimnisse. Und ich muss mir gut Wege merken können. Das wäre von Vorteil. Hier ist zu. Ja, ach. Sie geht nicht auf. Meinst du, sie ist abgeschlossen? Oder vielleicht wird sie zugehalten? Hier auch. Und die hier? Die geht auf. Hallo? Oh. Oh, Mario. Oh mein Gott. Ein Spukhaus, ein Spukhaus. Hey, waren das eben diese schrecklichen Dinge? Für mich sahen die ja eher lustig als schrecklich aus, aber naja. Also eins ist mal sicher, die können sich verstecken wie kein anderer. Vielleicht sind sie ja auch nur schüchtern oder so. Wie auch immer, wir müssen sie alle finden und bannen. Das ist mir bewusst. Ich möchte auf diesen Tisch. Aber das geht anscheinend nicht. Hallo, Ratte. Die Ratten können uns auch angreifen. So, oh, hat gerade was aufgeleuchtet. Warte mal. Ein Herd. Oder ein Ofen.
Ein Ofen ist es. Aber hier fleucht nichts rum, oder? Kann ich den Kühlschrank auch mitnehmen? Nee, ich kann ihn aber öffnen. Bunnies! Bunnies! Ich hüpfe mal drauf rum. Klappt ganz gut. Perfekt. Alles klar. Geist die Nummer 1. Und jetzt kann ich ihn mitnehmen. Krass. Ein Kühlschrank. So, ich konnte hier was aufkleben. Nee, warte. Es war wohl weiter. Warte mal. Es war weiter links. Da! Hä, wieso denn jetzt da? War das nicht vorher weiter rechts? Oh, ich habe noch so viele Seiten hier frei. Was klebe ich denn vor Schreck dahin? Das hier. Ach, das ist auf dem Tisch. Da komme ich doch nicht ran. Mist. Hier ist eine Uhr. Die macht aber nichts. Doch, die macht was. Naja. Schauen wir uns... Hallo. Ich hab dich gesehen. Ha! Hast du davon? Was nehmen wir für einen Hammer? Ein Kühlhammer. Perfekt. Wie viele Buhus muss ich eigentlich einfangen? Ich weiß es nicht. Wow, 2 KP. Egal. Was man hat, das hat man. Kann ich hier eigentlich was papierisieren oder so? Nee. Ein Bild von Toad. Okay. Das sollte nicht respektlos sein. Ich wollte es nur kontrollieren. Aber hiermit kann man das... Ah, man kann es abnehmen. Und man kann dann bestimmt was anderes dahin kleben. Okay, hier war nichts weiter. Huch! Und die andere Seite? Wie jetzt? Jetzt kann ich da rein. Oh. Hallo? Das kann da nicht hin. Das hat eine ganz andere Form. Ah, schau mal. Das brauche ich. Monat, Tag, Wetter, Schneefall. Der Meister hat sich nach vielen langen Jahren des Dienstes zur Ruhe gesetzt. Es scheint so, als habe er zu diesem Anlass ein Porträt seiner selbst bei der Arbeit als Erinnerung erhalten. Es macht sich hübsch im Salon. Er betrachtet es für Stunden am Stück, während er an seinem Nachmittagstee nippt. Ich glaube, dass er seine Dienstjahre Revue passieren lässt. Wie schön es doch sein muss, sich mit der Weisheit seiner Jahre an all die vergangenen Stunden zu erinnern. Meister, deine 30 Jahre des Dienens waren nicht umsonst. Ich danke dir für deine ewige Wachsamkeit. Oh. Ich will da hoch. Exklusivbericht, eine absonderliche Geschichte über die Welt des Jenseits. Das Rätsel um das Geisterbuch. Verehrte Leser, fahre fort, wenn du dich traust. Ein einst berühmter Geisterjäger besiegte eigenhändig eine Horde von Geistern und bannte sie in einem Buch. Es heißt, dass die unheimlichen Geister befreit werden könnten, wenn dieses Buch in unvorsichtige Hände fällt und geöffnet wird. Wo in dieser Welt sich dieses Geisterbuch befinden könnte, ist und bleibt ein Rätsel und ein gruseliges dazu. Ja, von wegen. Schau mal, hier ist ein Sticker. Warte, warte, warte! Da kann ich doch drauf. Ha! Cool. Kann ich sonst noch irgendwo drauf? Oder... Kann ich hier lang? Nee.
Wieso kann ich... Kann man da was abziehen? Nee. Aber, ne, lass mich mal. Wenn man hier auf den Gegenständen rumhüpfen kann, das kann ja nicht umsonst sein. Das kann ja nicht umsonst sein. Irgendwie muss ich darauf kommen. Oder? Ha ja! Nee. So schon mal nicht. Ha ja! Nee, das klappt nicht. Das wäre cool, wenn das klappen würde. Ha. Nee, so auch nicht. Nee. Keine Chance. Ah, wie sonst? Kann ich hier was bewegen? Nee. Hier sehe ich auch gar nichts. Das funktioniert so nicht. Das hier geht auch nur hin und her, ne? Ja. Vielleicht ein andermal. Ich glaube, man konnte irgendwo eine Scheibe einschlagen. Ah! Oder man lässt sich von einem Tacker erschlagen. Das geht natürlich auch. Alles klar. Hier haben wir einen Sticker an der Seite. Oh, die ärgern das Buhu. Erstmal reden. Oder auch nicht. Okay, wir drehen am Stickerrad. No. Denn ich möchte einmal auf die Kacke hauen und einmal springen. Super! Das wirkt sogar beim Geist. Nein, du haust nicht mit meinem Sticker ab. Das kannst du direkt knicken. Das ist mein Sticker. Diebische Mäuse, also. Das ist dann der dritte. Ja, und sonst? Kann ich hier noch was machen? Nee. Darauf muss man hier in dem Haus besonders achten, sag ich mal. Okay. Dann gehe ich mal kurz die Treppe hoch. Da ist eine geheime Tür. Und ich habe keine mehr. Okay, dann wissen wir aber schon mal, wo die ist. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Da, haha, wusste ich doch. Aha, hier fehlt also auch was, aber das passt nicht dahin. Nee. Ich dachte vielleicht, ich könnte ein Regal mitnehmen. Glimmerhorn-Lift-Handbuch. Dieser Lift ist eine beliebte Touristenattraktion, die einen dramatischen Ausblick über das majestätische weiße Tal ermöglicht. Erfreuen Sie sich an der unglaublichen Schneelandschaft, die sich zu Ihren Füßen erstreckt, während Sie es sich in unseren Luxuslifts gemütlich machen. Warnung: Schaukeln oder Springen im Lift kann die einheimische Tierwelt aufschrecken. Was haben wir hier? Die goldene Serie der Berufsbiografien. 554. Edition. 30 Jahre Sicherheit im Schnee. Ein einsamer Lift in den Bergen. Ein Berufsliftwart, der sich stoisch um die Sicherheit von Skifahrern und Touristen kümmert. Selbst an den verschneitesten Tagen stand dieser heldenhafte Liftbetreiber auf der Plattform. Er sah persönlich
Er sah persönlich zu, genau, wie die Gäste in verschneiten Himmel verschwanden und sorgte so für Sicherheit. 30 Jahre lang liebte er diesen Lift, aber noch mehr als diesen liebte er die Sicherheit. Im Ruhestand zog er sich mit seinem Diener in eine heimische Villa zurück, um den Lebensabend zu genießen. Nun, da der Lift sein standhaftes Bollwerk der Sicherheit verloren hat, ist jegliches Leben aus ihm gewichen. In der nächsten Ausgabe Sticker verkaufen wir die Profis. Alles klar. Ich wollte nur mal sicher gehen. Und hier kann man auch noch irgendwas... Ah, genau. Irgendwas machen, wollte ich sagen. Hallo Maus. Wir können hier nicht rüber. Aber da ist ein Geist. Den schnappen wir uns. Ha! Bumm! Es lohnt sich fast nicht, einen Glitzersticker dafür auszugeben. Aber was anderes habe ich nicht. Ich habe nur Glitzersticker, obwohl ich hätte noch so einen Auerhammer. Das reicht ja auch. Damit wäre der nächste Buhu gebannt. Alles klar. Schwuppdiwupp. Wo kommen wir jetzt hier raus? In so einem Raum. Da leuchtet was. Warte mal. Aha! Ein Villa-Safe. Na, sieh mal einer. Der Vorhang sieht verdächtig aus. Na gut. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit dem Safe hingehen. Wie vorsichtig Mario durch die Türen geht. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit dem Safe hingehen. Hierhin vielleicht. Aber nur ganz vielleicht. Nee, dann im Flur. Dann gehen wir in den Flur. Hier eventuell. Könnte passen. Passt nicht. Nein, nichts mehr aufkleben. Das passt also nicht. Ich gehe mal hier in die mittlere Tür. Hier ist nichts drin, okay. Warte. Das ist falsch rum. Können wir da jetzt einfach den Safe hinkleben? Der sieht mir so safeig aus. Nicht? Wir müssen das hinkleben? Hä? Nimm das doch. Wieso funktioniert mir... Nimm das! Das ist der falsche Modus, ich Idiot. Das ist der falsche Modus. Hier. Das willst du. So, das öffnen wir jetzt. Und herauskommen Buhus? Ja, einer. Und er glitzert sogar. Er glitzert sehr komisch, als ob er eingepinkelt hätte. Aber das will uns nicht weiter stören. Der nächste Buhu. Oh, der Buhu war reich. Sein Reichtum brachte ihn aber nichts. Und wir lernen daraus, Geld macht nicht glücklich. Genau. Oh, Geld allein macht nicht glücklich, sage ich gerne. So.
Hier könnte vielleicht das Bücherregal hin. Ja. Perfekt. Dann ziehen wir das ab. Und können hier nochmal was ansehen. Handbuch für Endlossprung-Stickerbesitzer. Dieser äußerst seltene Sticker richtet jedes Mal nur einen winzigen Schaden an. Springst du aber mit genau dem richtigen Timing, fügst du wieder und wieder Schaden zu, als ob deine Sprünge endlos wären, solange dein Timing stimmt. Dieser Sticker ist nützlich gegen schwache Gegner, die als Stapel auftreten, aber auch gegen mächtige Feinde. Hebe ihn dir also für besondere Anlässe auf. Alles klar. Uiuiui. War das schon hier? Es war schon hier. Das brauchen wir auch. Selbst das Ding hier hat keinen... Es ist ein normaler Hocker, oder? Egal. Da komme ich nicht ran. Kann ich hier etwa auch? Ich kann hier auch. Cool. Aber warte mal. Heißt das, ich hätte da die Tür nicht benutzen können? Kann ich das jetzt nochmal ausprobieren? Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Nein. Ich hätte die Tür da wahrscheinlich niemals ausprobieren können. Oh, ich wollte eigentlich noch was aufkleben. Dann halt nicht. Dann kleben wir das da drauf. Und wir müssen langsam zum Ende kommen. Dann können wir das hier schon mal abziehen. Okay. Beim nächsten Mal sehen wir dann, wo wir hinkommen, wenn wir den Sticker von nebenan hier aufkleben. Bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Lass doch gerne einen Kommentar da und ein Like, wenn du möchtest. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.